So, Dienstag Nachmittag. Oh, was ist Mittag? Ja. Kurz vor 12:30. Auf dem Weg nach Minbüttel. Soll da wohl heute mal für 3 Stunden den Ordnerdienst übernehmen, was mich sehr ehrt. Das heißt, es muss immer einer quasi die Verantwortung tragen, dass alles da verkehrssicher und so weiter abgeht und ansprechbar für die Polizei sein. Da das ja eine Veranstaltung da ist. Also muss das so sein und da muss halt jeder mal ran irgendwie. Wetter ist einigermaßen gut heute. Hätte ich gar nicht erwartet. Momentan ist ja wieder Regen angesagt. Da wird es wieder ungemütlicher da. Zwar wärmer, aber halt eben nass. Ist ja nicht viel los heute, oder? So, unser Baum ist ja noch da, das ist gut. Und da liegt auch noch unser Plastikuntersetzer für den Seitenständer. Sehr schön. Gut, gut, gut. Alles parat. Passt doch, siehst du. So, 16:30 abends, ein Tag ohne besondere Vorkommnisse, auch was das Organisatorische angeht, natürlich gut.
Auch wenn man gerne gesehen hätte, ein besonderes Vorkommnis, dass alle Tiere frei sind. Aber da kommen wir auch noch hin. Hoffe ich zumindest immer noch. Na gut, ganz legal fahren. Ja, machen wir. Es nieselt, man sieht wieder wenig, wenn das Visier so von feinen Tröpfchen zu ist. Hilft doch nicht nur ein bisschen schneller fahren. Das ist so ziemlich das schlimmste Wetter, bei dem man fahren kann. Dann lieber starker Regen, da siehst du mehr. Wow. Weihnachtsbeleuchtung wirft ihre Lichter voraus. Den rechten Spiegel mal putzen. Ja, ein bisschen. Nächste Straße muss ich links ab. Die muss ich aber erstmal finden, nicht wie letztes Mal dran vorbeifahren. Das geht ja gar nicht. Da kommt sie jetzt, genau. Genau, hier. Wo fährt der da vorne rein? Da muss ich auch rein. Leuchtet schon, guckt euch das an. Toll. Und hier. Oh je. Yeah. Meine Güte. Aber wir werden morgen auch aufrüsten, lichtmäßig. Ein Kollege da bringt. Wir haben noch ein paar Lichterketten mit, damit wir die Kreuze, die da am Weg stehen, auch noch ein bisschen illuminieren können. Ups. Wer oder was bist du?
Gott, was ist das denn hier? Was läuft hier? Scheiße. Sieht er mich? Sieht er mich nicht? Na, ist gut. Ich bin hier. Oh, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ach man. Super. Das Ding möchte ich auch nicht zurücksetzen. Lass mich durch. Oh. Ah, das kann nur eins bedeuten. Die holen irgendwo Rüben ab. Oder haben sich verfahren. Hier waren nämlich gar keine. So. Deckel zu. Feuer. Der kann mir schlecht ausweichen, deswegen muss ich es tun. Ah, noch einer. Und das ist ein Roller, ne? Oder ein Fahrrad. Fahrrad. Bambi! Oh shit! Na, wo ein Bambi ist, kommt das nächste wahrscheinlich hinterher. Glück gehabt. Umsicht. Es gibt Adrenalin ein bisschen. Bremse, also die Vorderbremse von dieser Maschine, ist nicht so der Bringer, wenn es um Notbremsungen geht. Also man muss, um da schnell zu stehen, um da jetzt bei dem Bambi, wenn da noch ein zweites gekommen wäre, zum Stehen zu kommen, hätte ich beide Bremsen aber sowas von voll nehmen müssen, da hätte die vordere nicht gereicht. Ich hätte da schon ordentlich reingelangt. Ist natürlich dann auch, wenn du auf Macho oder so unterwegs bist, ist so eine nicht ganz so giftige Bremse auch nicht von Nachteil, sagen wir so.